Für mich ist das Thema insofern sehr wichtig, weil ich in meinem Job mit Leuten arbeite, die im Arbeitsleben stehen, und ich immer wieder in bestimmten Problemsituationen feststelle, dass es gut wäre, dass nicht nur die bezahlte Arbeit, sondern auch die nicht bezahlte Arbeit oder die Leute, die diese Arbeit brauchen, miteinander für bessere Bedingungen eintreten würden. Und deswegen finde ich Care Revolution vom Ansatz her super, weil es eben darum geht, beide Teile, die Nutzer und die Geber, zusammenzubringen und im Schulterschluss miteinander zu arbeiten. Für die Konferenz wünsche ich mir einfach, dass die in den Workshops jetzt einen super Austausch haben und für sich auch Ideen kreieren, wie es in den einzelnen Themenbereichen weitergehen könnte, hier vor Ort, lokal. Und dass wir in naher Zukunft einfach so auch so für Schritt für Schritt Verabredungen einlösen, umsetzen, miteinander aktiv werden in diesem Thema Care-Arbeit vor Ort. Und ich denke, das ist eben auch anders wie sonst. Hier sind so ganz unterschiedliche Gruppen zusammengekommen, ob von der Kirche, von der Gewerkschaft, aus dem Klinikum, aus der häuslichen Pflege, Linke, Grüne, also ganz bunte Mischung, Feministinnen, Kirchenleute. Und das finde ich total spannend. Das gibt es hier in Freiburg leider auch nicht so oft. Und ich glaube einfach, dass es da gute Ideen und kreative Köpfe gibt. Und wenn das miteinander geht, fände ich das total stark. Sie ist in der Care-Gruppe in Freiburg aktiv und ist auch bundesweit in Sachen Care viel unterwegs. Bitte, Gabriele. Das bedeutet für uns, dass jeder Schritt, den wir in Richtung machen, nur diese Sorge, Bedingungen zu verbessern, hart umkämpft sein wird. Und es bedeutet für eine erfolgreiche Care-Bewegung, dass sie einen langen Atem braucht. Und dass sie vor allem alle Bedingungen angreifen, verändern und revolutionieren muss, die, unter denen halt Menschen leiden. Deswegen setzen wir mit dieser Strategie der Care-Revolution auf den Perspektivwechsel. Für uns steht im Zentrum die das gute Leben, in dem alle ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und zwar umfassend, nicht auf dem Rücken anderer und ohne jemanden auszugrenzen. Und dabei fokussieren wir eben sehr bewusst auf die Sorgearbeit, weil die für unsere Existenz so enorm wichtig ist und auch für unser lohe Leben enorm wichtig ist. Und diese Sorgearbeit, die von den anderen noch nicht mal wahrgenommen wird, steht bei uns im Zentrum. Das klingt alles so total einfach, finde ich. Folie klingt so total einfach, es ist so wahnsinnig schwierig, das umzusetzen. In einer Welt, wo Wirtschaftlichkeit und Konkurrenz immer vor Menschlichkeit und Solidarität steht. Was uns dann als Care-Revolution noch besonders wichtig ist, ist, dass es uns darum geht, wirklich die Care-Bereiche zu demokratisieren. Und wir haben halt die Erfahrung, dass auch in Diskussionen, dass viele Menschen es unsinnig und kontraproduktiv finden, dass wir nach Prinzipien von Profitabilität und Effizienz Menschen heilen, erziehen, lehren, beraten, betreuen wollen. Und auch da die Bedürfnisse so unterschiedlich sind in diesen Care-Bereichen, unsere Lebensentwürfe sind halt unterschiedlich, macht es doch sehr viel Sinn, wenn es tatsächlich demokratisch entschieden wird, was in einem Stadtteil, was in einem Dorf oder sonst wo tatsächlich umgesetzt wird. Und das ist ja auch möglich, weil Care-Einrichtungen in aller Regel dezentral organisiert sind. Deswegen ganz konkret heißt es für uns Demokratisierung der sozialen Infrastruktur über Stadtteilversammlungen, über runden Tischen, was immer euch Ihnen dabei einfällt, und eben auch die Care-Regelung, über die wir vielleicht dann in der späteren Plenumssitzung diskutieren werden. Aber gleichzeitig sind wir der Meinung, es muss von unten aus auf Neues ausprobiert werden, entwickelt werden. Wir haben ja diese Projekte, wir haben ja diese Mehrgenerationenhäuser, die Polikliniken, die alternativen Kitas. Da kann man sich ja viel einfallen lassen. Und das gilt es eben in jedem Ort und eben auch in Freiburg entsprechend weiterzuentwickeln. Klar ist uns eine Vorbedingung, aber jeder Demokratisierung ist,
dass die Care-Einrichtungen dem besitzbewahrten Eigentum entzogen wird und eben wieder der Allgemeinheit übertragen wird. Ja, gerade sind wir dann noch in Debatten, jetzt, das fängt gerade erst an, was es denn eigentlich heißen könnte, das Prinzip der Sorge nicht nur auf den Care-Bereich auszudehnen, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Wir diskutieren also darüber, wie kann eine Demokratisierung in allen Bereichen stattfinden. Nicht nur im Care-Bereich, in der gesamten Wirtschaft, in der Familie. Wir diskutieren auch darüber, wie können menschliche Bedürfnisse befriedigt werden, nicht nur im Care-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Wie können wir das organisieren? Und für mich das Spannendste ist die Frage, wie kann es gelingen, das Gesamte der Arbeit, also die unentlohnte und heute, also heute entlohnte Arbeit, so zu organisieren, dass jeder Mensch selbstbestimmt entscheiden kann, in welchen Bereichen er sich bei der gesellschaftlichen Entwicklung beteiligen will. Wir machen jetzt weiter damit, dass wir die einzelnen Workshops, die heute hier arbeiten, vorstellen. Ich bin die Petra Wermenthaler und lade euch und Sie recht herzlich ein für den Workshop 3. Wir sind heute zu dritt hier. Meine beiden Kollegen Helmut Pötsch und Andreas Wienhardt sind vom Personalrat der Uniklinik Freiburg und möchten uns gerne dem Thema widmen, umkämpfte Gesundheit, man könnte auch vielleicht sagen, wahre Krankheit. Wo bringt es Geld und was tun wir dafür? Und nebenher zu gucken, wie können wir das Krankenhaus und die Medizin menschenwürdig gestalten und was bedeutet das für uns, wir haben es schon gehört, alle potenziellen Patienten, Patientinnen und aber auch die Beschäftigten auf der anderen Seite. Also Thema 1, Workshop Selbstsorge. Ein wesentliches Thema der Care-Bewegung ist, dass Care-Beziehungen im Bereich unentlohnter sowie entlohnter Tätigkeiten stattfinden. Übersehen wir dabei häufig die Selbstsorge. Wir kümmern uns nicht nur bezahlt oder unbezahlt um andere, wir kümmern uns auch einzeln oder gemeinschaftlich um uns selbst und umeinander. Dies, wie alle anderen Sorgetätigkeiten, ist lebensnotwendig. Es sind die Rahmenbedingungen, die Selbstsorge erleichtern oder zurzeit im Regelfall erschweren. Thema der Sorgearbeit allgemein ist, dass ein Scheitern an den Anforderungen nicht nur existenziell ist, sondern auch Schuld und Scham besetzt ist. Du kriegst es alles nicht hin, wie bist du denn drauf? Reiß immer zusammen. Für Selbstsorge gilt genau dies umso mehr. Im Workshop wollen wir schauen, wo wir ansetzen können, diesem Druck nicht so vereinzelt und nicht so wehrlos gegenüberzustehen. Finden wir bei aller Unterschiedlichkeit der persönlichen Lagen vielleicht gemeinsame Ansätze. Den Workshop 2, da geht es um gut leben und arbeiten mit Kindern. Und wir wissen ja alle, dass Eltern und Kinder heute viel, viel stärker belastet sind, als das noch vor vielen Jahrzehnten der Fall war. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Kitas auch in Freiburg stark unterfinanziert sind, dass es einen Fachkräftemangel gibt, das heißt, es gibt zu wenige Erzieherinnen und Erzieher. Und wir wollen zusammen überlegen, was wir hier in Freiburg kommunal dagegen machen können. Und wir haben uns überlegt, dass wir wirklich mit euch zusammen, also wenn zum Beispiel jetzt in den Workshop auch eine Erzieherin kommt, die kennt sich ja richtig gut aus und die weiß auch genau, woran es mangelt und was wir hier in Freiburg unbedingt verbessern wollen. Und wir können in dem Workshop 2 ganz viele unterschiedliche Themen ansprechen, die mit Kindern, mit Jugendlichen und mit der Betreuung von denen auch zu tun haben. Also wir können über Kindergärten sprechen, über Grundschulen, über Betreuungsangebote ganz allgemein. Wir können aber auch darüber ins Gespräch kommen, wie denn die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher hier in Freiburg verbessert werden können. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie wir Alleinerziehende besser unterstützen, weil das ist quasi die Familienform, die in Deutschland und auch weltweit am stärksten wächst. Und die stehen unter ganz großen Herausforderungen, die Familien mit mehr Betreuungspersonen so nicht haben. Wir könnten einfach überlegen, wie wir diese Alleinerziehenden auch städtisch, kommunal besser unterstützen können. Das sind so die Themen, die wir miteinander diskutieren können im Workshop 2. Jan Schinzler und Nicole Neuburg von Ich und Du Pflege. Wir laden euch ganz herzlich ein zum Workshop 4, Recht auf gute Pflege und Assistenz. Was ist denn eigentlich gute Pflege? Und haben wir ein Recht darauf,
Wie sieht das denn aus und wie können wir das auch nutzen? Wo findet gute Pflege denn überhaupt statt? Zu Hause, im Heim? Und wie lösen wir die gesellschaftlichen Herausforderungen, die anstehen? Also immer ältere, kränkere Menschen und auch nicht genug Pflegekräfte dafür. Wie ihr merkt, wir haben ganz viele Fragen mitgebracht für den Workshop. Wir haben auch ein paar Antworten. Vom Vorgehen her möchten wir uns zunächst ganz allgemein den Themen nähern, die ich gerade auch angesprochen habe, und dann schauen, welche konkreten Beispiele für Lösungen gibt es denn heute schon. Ich habe keinen Job, doch ich habe immer was zu tun. Von Windeln wechseln bis zum Rollstuhl schieben ohne Lohn. Es füllt mich aus und dennoch ist mein Konto immer leer. Ist meine Arbeit gar nichts wert? I do care. Hallo, kannst du kurz dich mal vorstellen und sagen, was du da mitgebracht hast? Ich bin die Malika aus Marokko und ich habe was Leckeres gebacken, und zwar Teighörnchen mit Mandeln, Sesam und Datteln-Füllung. So schauen die aus. Bissa hauraha. Genau, auf Marokkanisch. Hummus batchina, mit Zeytun, mit Elfun, mit Bardonis. اوكي اوكي وبعدين عملنا دولمه وعملنا فلافل وعملنا التبوله العراقيه hier Dolma, das sind Weinblätter gefüllt mit Reis und andere Zutaten. Das ist einfach das ist wie eine Beilage. Das ist irakische Tabouleh. Es gibt verschiedene, libanesisch, marokkanisch und so. Das ist aber aus Irak, das hat die Kollegin jetzt gemacht. Wir hatten einen ganz schönen bunten Workshop, sehr lebendig, viele Leute aus der Pflege, viele pflegende Angehörige, Leute, die beides machen, interessierte Öffentlichkeit, und wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht, wir haben ganz viele Facetten beleuchtet und schöne Dinge auch rausgearbeitet. Für mich war wirklich ganz besonders berührend, dass auch Betroffene dabei waren. Also wir hatten zwei Teilnehmer im Rollstuhl, die auch von ihren Herausforderungen berichten konnten, Pflege und Assistenz zu organisieren. Und für unsere Organisation habe ich mitgenommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass es aber wirklich um uns herum auch ganz viel Begleitung von anderen Bereichen, andere Organisationen, Öffentlichkeit, Nachbarschaft, Gemeinde, Ehrenamt etc. braucht. Ich finde es ganz toll, dass dieser Tag stattgefunden hat. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass genau da was entsteht. Also, dass sich jetzt endlich mal hier viel Leute gefunden haben, die da den Gedanken, dass wir gerade, also für uns auch was tun müssen, aber eben auch für viele, 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 die berufsmäßig in der Pflege sind, dass einfach mehr Wertschätzung, mehr Geld und ja, dass das ein großes gesellschaftliches Thema ist, was ziemlich, also bisher nicht groß rausgekommen ist. Deswegen freue ich mich riesig, dass das jetzt da ist, auf dem Tisch ist. Ich komme von der Care Revolution Gruppe Leipzig und fand die Konferenz hier heute total schön und toll. Wir wollen vom 17. bis zum 19. November selber so eine Konferenz in Leipzig veranstalten, und da habe ich mir heute ganz viele Anregungen für heute holen können. Und fand insbesondere die Idee, im Anschluss an die Konferenz einen Care-Rat zu gründen, der dann vor Ort in der Stadt die Forderungen weiter vorantreibt und da so eine gewisse Kontinuität reinbringt, eine total gute Idee, und werde das nach Leipzig tragen, und vielleicht lässt sich das Modell ja kopieren.
konnte die Care-Konferenz mitgestalten, war nicht immer dabei, war jetzt nun beim Workshop Umkämpfte Gesundheit interessiert, weil ich alle Bereiche einer Person integriere. Mhm. Vornehmlich werde ich jetzt immer so auf diese Pflege in Anspruch nehmen, reduziert. Aber ich bin Ärztin, ich bin Pflegepersonal, Umgang vermittelt und daher finde ich das Thema Sorge im Zentrum sehr wichtig, weil hier die Berufsgruppen entweder um den Anteil des großen Ganzen verdrängend konkurrieren oder es schaffen, zusammenzuarbeiten. Spannend auch, ob der Patient, der zu versorgen, der pflegenden Anspruchnehmer wirklich mit beteiligt wird oder ob über ihn geredet wird. In unserem Workshop war eigentlich schon das Ziel klar, die Pflege ist überlastet, die braucht Ressourcen, die braucht mehr Stimme, die braucht mehr Gewicht. Und das ist natürlich jetzt spannend, ob noch andere Aspekte überhaupt mit reingenommen werden. Oder ob alle so damit beschäftigt sind, sich erstmal Gewicht zu verschaffen. Ich war in der Vorbereitung mit dabei. Ich bin relativ kurzfristig noch zur Gruppe dazu gestoßen, aber konnte dann doch noch ein bisschen da unterstützend mit dabei sein bei der Vorbereitung von diesem Konferenz. Also besonders schön fand ich heute, dass der Eingangsvortrag sehr gut besucht war. Wir hatten bestimmt 100 Gäste. Das haben wir uns auch erhofft und sind da sehr glücklich, dass das jetzt erreicht wurde. Und auch zu den Workshops muss man sagen, die waren durchweg eigentlich alle ganz gut besucht, was ich jetzt auch so von den anderen Teilnehmern gehört habe. Und da ist auch gut was rumgekommen, wie man jetzt am Ende auch feststellen konnte, dass da alle wirklich gute Sachen erarbeitet haben und wir tatsächlich auch ein paar Dinge jetzt rausarbeiten konnten, die wir ganz konkret angehen wollen, dass wir eben tatsächlich jetzt auch Verstärkung bekommen haben für das Koordinierungsteam des Care-Rates, den wir jetzt aufbauen wollen. Das kann jetzt konkret werden, weil dann einfach die Last von so einer Organisation einfach auf mehreren Schultern verteilt ist, was es einfach einfacher und damit auch realistischer macht, diesen Rat umzusetzen. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, sage ich mal, was wir von dieser Veranstaltung mitnehmen können. Ja, jetzt bin ich auch richtig froh. Ich habe mich total auf diese Aktionskonferenz gefreut. Wir haben auch wahnsinnig viel organisiert und gearbeitet und auch im Vorfeld schon Mithilfe von vielen Organisationen erhalten und auch von neuen Mitstreitern, die einfach jetzt in unserer Gruppe mitarbeiten. Aber trotzdem war es für unsere kleine Gruppe ein Kraftakt. Und wir waren gespannt und sind jetzt, ich bin jetzt so freudig, also freudig entspannt und denke, ja, wir sind ein Stück vorangekommen. Weil das Tolle war einfach, dass ganz viele, unterschiedliche Menschen auf dieser Konferenz waren. Also wirklich Menschen, die selber sehr hohe Sorgeaufgaben zu tragen haben, Menschen, die aber auch ganz viel Unterstützung von anderen Menschen benötigen und dann aber auch, ja, auch politisch aktive Menschen, die das Thema schon lange umtreibt und die sagen, es muss sich doch in dieser Republik irgendwas ändern. Und das war schon bei der Eröffnung im Plenum mit den 100 Leuten zu spüren. Den ganzen Tag durch, ich glaube auch, so wie ich gesprochen habe mit den Teilnehmenden, auch in ganz, ganz vielen Workshops war das Durchgängige, dass so unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen miteinander diskutiert haben und das spannend fanden. Also nicht, ich helfe jenem und dieser hilft mir, sondern oh, wie bereichernd ist doch, wenn wir zusammen miteinander in Beziehung treten, uns austauschen mit unseren Erfahrungen. Und es war schon auch zu spüren in allen Workshops, das haben Sie auch nachher hier berichtet, dass es auch eine riesen Wut gibt, wie diese Verhältnisse so sind, dass Sorgearbeitende einfach nicht gut leben können und mit so viel unnötigem Stress umgehen müssen jeden Tag. Und dass sie hier einen Platz gefunden hatten, so hatte ich das Gefühl, dass man es auch mal sagen kann, dass man es auch aussprechen kann und dass wir eben dann dazu kommen müssen, dass das einfach immer breiter um sich greift. Und wir haben ja auch ein paar neue Vorschläge, wir werden jetzt einen Care-Rat gründen, es gibt ein Koordinationsteam, was das vorbereitet, diese Care-Rat-Arbeit, sodass wir mehr zu hören sind in der Stadt und damit werden natürlich auch mehr Menschen dann wiederum zu uns kommen. Aber es gab eben auch kleine Vorschläge, wie auch ob
wir uns nicht mal einfach im Park treffen können oder ob wir nicht zur OB-Wahl wirklich einen Beitrag leisten sollten, unsere Hauptideen auch in so eine OB-Wahl lautstark einzubringen. Von daher bin ich ganz guten Mutes, dass wir dann auch nach einer Zeit bis jetzt die Kräfte wieder sammeln und dann mit neuer Energie weitermachen für die Care Revolution. Ich habe keinen Job, doch ich hab immer was zu tun. Von Windeln wechseln bis zum Rollstuhl schieben ohne Lohn. Es füllt mich aus und dennoch ist mein Konto immer leer. Ist meine Arbeit gar nichts wert? I do care. In der Nachbarschaft, für Telefonseelsorge und jede Reinigungskraft, für alle.